Moin, wir sind wieder da in Assassin's Creed 2 und ich habe keine Ahnung, was ich tun muss, weil es schon ewig her ist, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich laufe jetzt einfach mal zu mir Ausrufezeichen. Ezio, komm rein, Mann. Was hatte der denn gerade für einen Blick? Diese Päckchen müssen an Geschäftspartner von mir in der Stadt geliefert werden. Außerdem müsstest du eine Nachricht aus einem Taubenschlag ganz in der Nähe für mich abholen. Va bene. Ich erledige das. Komm wieder her, wenn du fertig bist. Wir müssen da noch einiges besprechen. Und bitte, mein Sohn, mach keinen Ärger. Hm? Das glaubst du doch wohl selber nicht, dass wir keinen Ärger machen. Ja, ich will... Ja, Skype. Ich habe vergessen, mich auf beschäftigt zu verstellen. Egal. Wir gehen jetzt einfach mal hier geradeaus. Darf ich diesen Brief lesen? Nein, schade. Wo lang, da lang? Nein. Oh. Alter Schwede, das war knapp. Wohin? Ach, hier rein. Bist du Giovannis Sohn? No, Idiota. Er sieht nur zufällig genauso wie er aus. Nicht ganz. Dann gib her. Keine Sorge, Junge. Wir sind nicht ansteckend. Jedenfalls ich nicht. Aha. Und zum nächsten. Wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Ich freue mich auch, wenn das Spiel dann endlich mal ein bisschen Fahrt aufnimmt. Die Intros sind ja meistens ziemlich langweilig noch. Wenn es etwas mehr ist als nur von A nach B laufen und irgendwelche sinnlosen Aufträge ausführen. Aber so sind Tutorials halt. Warte mal, hier? Hier drüben. Ich habe eine Lieferung von... Giovanni Auditore? Ja. Wurdet ihr verfolgt? Nein. Warum sollte ich verfolgt werden? Gebt mir das Päckchen. Sagt eurem Vater, sie ziehen heute los. Er sollte das auch tun. Wer zieht los? Was geht hier vor? Wartet, kommt zurück. Erklärt euch. Also langsam würde ich mich ernsthaft fragen als Ezio, ob der Vater wirklich ein Bankier ist. Ah, fuck, die sehen mich. Ja, und ich entschuldige mich weiterhin für Skype. Beim nächsten Mal denke ich wieder dran. Ah! Gut, ignorieren wir es. Ich muss nach oben. Spring! Meine Güte. Sordele. Was da wohl vor sich geht. Nichts Gutes bestimmt. Okay, das ist blöd, ich weiß es jetzt schon. Nein! Meine Güte, wo springst du hin? Ach komm schon, Alter. Erschreck mich nicht. Und diesen Aussichtsturm sparen wir uns jetzt erstmal noch, weil er hoch ist. Ich kann noch nicht mal ganz nach oben schauen. Das heißt, wir machen jetzt einfach noch eine Weile mit der Story weiter. Dann wird es auch früher spannend. Ja, dieser Truhe kann ich nicht entfliehen. Und dann gibt es irgendwann mal ein bisschen freies Rumlatschen und Sachen erledigen. Ah, da ist das Haus. Wir nehmen wie immer den Eingang oben. Anders wäre ja langweilig. Vater? Federico! Oh.
Sorrezio, Gott sei Dank. Was ist passiert? Wo sind denn alle? Sie brachten euren Vater und eure Brüder zum Palazzo della Signoria, ins Gefängnis. Und meine Mutter? Meine Schwester? Ezio. Claudia. Geht es dir gut? Ja, aber Mutter... Sie hat einen Schock. Sie... Als sie sich wehrte, sie... Hier ist es nicht sicher. Kannst du sie irgendwo verstecken? Ja, ja, bei meiner Schwester. Gut, tu das. In der Zwischenzeit gehe ich zu Vater. Gebt Acht, Serezio. Die Wachen suchten auch nach euch. Gefängniseinbruch. Giovannis Zelle oben im Palazzo della Signora erreichen. Ach, wieso? Immer wenn ich irgendwas Italienisches sage, rolle ich das R danach jedes Mal. Im Palazzo della Signora erreichen und herausfinden, warum er eingesperrt wurde. Auf geht's. So. Ich glaube, das wird die erste Mission, die etwas mehr Spaß machen wird. Wir müssen leise sein. Beziehungsweise nicht gesehen werden. Wir können nämlich noch nicht wirklich kämpfen. So mit Fäusten gegen... Obwohl, war das nicht so? Ich glaube, solange man selbst keine Waffen hat... Nein, ich gehe lieber wieder hoch. Solange man selbst keine Waffen hat, haben alle Stadtwachen, glaube ich, auch keine Waffen. Das ist ein bisschen unlogisch, aber halt angepasster Schwierigkeitsgrad und so weiter. So, da müssen wir hin. Da sehen wir auch schon das Missionsziel. Da oben. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh, Mann. Ich fühle mich hier ein bisschen wie Per bei Mirror's Edge. Nie tut die Figur, was sie soll. So, du siehst mich nicht. Nicht. Nicht die Leiter runter. Und Skype. Lass es. Hört auf zu schreiben. Ja. Danke. Ach scheiße, das geht nicht. Naja. Dann halt so. Niemand sieht uns. Auf nach oben. Wow, wow, wow. Wow. Gut, dass ihr alle taub seid. So viel neben irgendwelchen Kanonen verbracht, oder was? Da, nein! Nicht entkommen. Ach, fuck. Mist, ab in den Heuhaufen. Ach, ist das schön. So, vergiss mich bitte. So schnell wie du kannst. Was? Was? Wo kommt der jetzt her? Unlogisch. So, da oben ist die Zelle. Wir haben es gleich. Ezio! Vater! Was ist passiert? Ein bisschen Prügel, sonst geht's mir gut. Wo sind deine Mutter und Schwester? Jetzt sicher. Sind sie bei Annette? Ja. Wartet. Ihr wusstet davon? Nicht so jedenfalls und nicht so bald. Nun ist es egal. Was meint ihr denn? Erklärt! Wir haben keine Zeit. Hör gut zu. Geh zurück zum Haus. Im Büro befindet sich eine Geheimtür. Nutze dein Talent, sie zu finden. Dahinter steht eine Truhe. Nimm alles mit, was du darin findest. Vieles wird dir sicher seltsam erscheinen, aber alles ist wichtig. Hast du das verstanden? Ja. Gut. Unter anderem ist da ein Brief und dabei einige Dokumente. Diese Dokumente musst du Signor Alberti bringen. Er war heute Morgen bei mir im Büro. Der Gonfaloniere, ich weiß. Nun bitte, sagt mir, was los ist. Stecken die Pazzi dahinter? Am Taubenschlag war eine Nachricht für euch darin. Geh, Ezio. Geh jetzt. Tja, was ist hier los? Das gilt es aufzuklären. Aber erstmal klettere ich jetzt nochmal hier hoch, weil da oben ein Aussichtspunkt ist und das wäre ein
unnötig, wenn ich jetzt nochmal ganz runtergehe vorher und dann irgendwann später hierher zurückkomme. Hallo Vater, ich bin's nochmal. So, wo ist das Ding? Da links. Platsch. So. Niemand sieht uns mal wieder. Sehr gut. Hallo, tschüss. Die Stadtwache sucht neue Rekruten für Straßenpatrouillen und als Reservisten. Da will ich mitmachen. Warum also mit gedungenen Söldnern dienen, wenn ihr auch dem Wohl der Republik dienen könnt? Ich kann das bestimmt. Nein. Ah. Der Tag wird nicht kommen, an dem ich eines irgendwann mal dieses Haus auf normalem Weg betrete. Verdammt, jetzt habe ich es doch getan. Vater sagte, dass es hier eine Tür gäbe. Mann, das sieht echt nicht schön hier aus. Wenn auch ein bisschen leer. So, die Tür ist hier. Sehr unauffällig. Und die Musik. Es ist so göttlich. Dafür gibt es jetzt wahrscheinlich schon wieder einen Urheberrechtsanspruch, deshalb quatsche ich vielleicht mal ein bisschen rein, auch wenn das wahrscheinlich nichts ändert. Ich muss das zu Signor Alberti bringen. Na dann, und wir sehen geil aus. Kann ich das jetzt lesen? Nein, verdammt. Wäre vielleicht gar nicht so unschlau, wenn wir das lesen könnten. Traditore! Hey, was sollen die Schwerter? Sollt ihr mich nicht festnehmen? Nein. Na was dann, wollt ihr? Ist euer Problem, nicht meins. Dass du stirbst. Nun, das wird nicht geschehen. Warum suchen wir keine andere Lösung? Es gibt keine andere Lösung! Kann ich eigentlich schon kontern? Oha! Aber sowas von. Nix passiert. Die Leichen da in dem Haus, in dem Hof. Das war ich nicht. Oh, schön. Geld ist immer gut. Wo muss ich jetzt hin? Erstmal hoch. Das ist, glaube ich, sicherer. Was soll das? An alle Mitglieder der Arte della Seta, hütet euch vor einer unreinen Erzlieferung des. Oh, und da ist eine Feder. Die sollen wir für unseren kleinen Bruder sammeln. Runter. Gibt's da irgendeine elegante Lösung? Nein. Ora! Scheiße. Ich sehe jetzt stirbst du. Nicht so selbstbewusst. Ist doch eh, dass ihr sterbt. So schnell kann's gehen.
Ezio Auditore? Was willst du hier zu dieser Stunde? Ich weiß nicht. Warte, Junge. Atme durch. Sammle deine Gedanken. Mein Vater und meine Brüder wurden verhaftet. Ich soll euch das hier bringen. Jetzt verstehe ich. Nur ein Missverständnis, Ezio. Merkt euch ich den Mann im Hintergrund. Aufklären. Wie? Die Dokumente, die du mir brachtest, enthalten Beweise einer Verschwörung. Gegen deine Familie und gegen die Stadt. Ich werde die Papiere morgen bei der Anhörung vorlegen. Und sie sind frei. Hab Dank, Signore. Natürlich, mein Kind. Brauchst du einen Ort zum Schlafen? Du bist hier stets willkommen. No, grazie. Ich treffe euch auf der Piazza. Keine Sorge, Ezio. Alles wird wieder gut werden. Schleimbeutel. Ja, und schon ist es wieder Tag. So schnell kann's gehen. Ich lade jetzt mal so ein bisschen noch in Richtung von diesem Plaza. Bessere Preise als diese werdet ihr nirgends finden. Nein, ich bin nicht Freunde. Da. Was tut der? Was gibt's da zu sehen, Ezio? Meine Güte. So. Wo denn hin? Ach so, 60 Meter. Lagt bisschen euch mehr. Etwas, Freund. Buongiorno. Buongiorno. Ach so, hier lang. Auf Befehl der Signoria wird auf den Handel mit importiert. Ja, aber bevor ich da jetzt reinschreite, mache ich nochmal einen kurzen Cut und wir sehen uns. Wieder. Die Einnahmen dienen dazu, wenn wir da auch Skype ernsthaft beim nächsten Mal. Okay, macht's gut. Tschüss.